in diesem Video. Ist alles wie immer, brennt Feuer, fließt Kaffee und gibt's viel Platz. Das war also der Amazon Creator Summit. Dieses Jahr. Hier liegt jetzt zufällig ein angebissener Burger rum. Hat sich's gelohnt, hier hinzukommen. War lustig. Mit etwas mehr Zeit hätte ich gerne auch noch ein, zwei Tage in Berlin verbracht, aber aufgrund der Tatsache, dass unser Zeitplan auf Irland getrimmt ist, fahren wir da jetzt auch langsam mal hin und verlassen somit Berlin bei Sonnenschein und 9 Grad. Vor uns liegen jetzt 535 Kilometer, die wir hoffentlich in 6-7 Stunden fahren. Liter Diesel habe ich jetzt verbraucht, plus minus, auf der Strecke von Berlin bis hier. Bin so ja, zwischen 90 und 100 km/h gefahren. Ist recht entspannt, was den Dieselverbrauch angeht auf der Autobahn, wenn man einfach so ein bisschen mit den LKWs mitschwimmt. So Leute, wir haben es geschafft. Wir sind von der Autobahn runter und jetzt sind es noch 1,8 Kilometer bis zum Ziel. Halber Kilometer noch. Wir sind hier irgendwie voll im Wohngebiet. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Rechts Parkplatz, Landschaftspark sind wir. Duisburg, glaube ich. Ich weiß gar nicht so genau, wo wir sind, aber wir sind jetzt da. Und irgendjemand wartet hier auf uns. Viel Platz. Aua! Oh. Da geht's nicht weiter. Einbahnstraße. Aha. Da steht die Nicole. Wir sind da. Juhu. Ja, da steht sie. Wir blenden sie mal. Jetzt ist sie blind. So, wir haben den Zielpunkt erreicht. Jetzt gerade noch 3/4 Stunde Telefonkonferenz mit Mona und Nico und Tino gehabt wegen dem MAN und dem Strom. Jetzt habe ich Feierabend. Und den Feierabend, wo sind wir jetzt hier, Nicole? Hallo? Hi Kai. Wo sind wir jetzt hier genau? Landschaftspark Duisburg. Duisburg, doch Duisburg, ne? Habe ich richtig gesagt, glaube ich, ne? Hab Duisburg gesagt, ja. Cool. Und du bist auch hier, ist ja geil. Dass wir uns hier so zufällig treffen, ne? Ganz super. Das sind wieder Dinge, die schreibt nur das Van-Leben. Ja, wenn du schon mal in den Nordwesten fährst. Ja, ne? Wenn ich hier schon mal durchbretter, dann kann ich auch mal eine Vollbremsung einlegen. Es ist bald 9 Uhr wahrscheinlich. Wir sagen jetzt mal ordentlich Hallo und dann sehen wir weiter. Wir arbeiten an einem gemütlichen Abend. Die Lampen hängen alle schon dran. Und das Highfire steht, wir machen ein kleines Feuer. Es gibt Raclette und Nicole hat eine geile Funzel. Also die kleinen Bubble-Lampen hier, die sind von mir, die da zusammenhängen. Die sind jetzt einmal in meinem Auto. Aber das, ja, hallo. Die sind da nur leihweise, so. nicht für zum Mitnehmen. Schade aber auch. Aber das ist auch eine geile Funzel. Mit Touch, dann kann man auch noch dimmen. Jetzt auch beim großen A. Ja. Ja, macht ein schönes Licht. Das ist eigentlich praktisch so gut wie alles parat. Also, kann losgehen. Essen steht parat, Beleuchtung passt. Und das Wichtigste steht auch schon unterm Feuer. Der Käse, ich habe leider keinen Schinken. Aber macht nichts. Schmeckt da so. Der Glühwein hat gekocht. Nein, am heiligen Donnerstag kocht hier der Glühwein. Oh, mach keine Sauerei, ist dein Tisch. Ach nee, mach trotzdem auf. Alles gut. Guck mal, ist ein Topf ein mit Schütte. Oh, geil. Cooler Topf. Ich werde fast neidisch. Den hätte ich gern in Beschichtung. Also mit Beschichtung. Dann wäre perfekt. Aber ich habe so einen ähnlichen Topf mit Beschichtung. Ist aber ein bisschen größer. Müssen wir mal bei Amazon gucken, ob die den auch beschichtet haben. Topf sucht Deckel, oder wie war das? Nee, Kai sucht Glühwein und Nicole auch.
Prost. Zum Wohl. Schön sind wir hier. Ja. Mitte im März bei Glühwein. Super. Prost zu Haus. Zum Wohl. Heiß. 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 Oh, fertig essen. So, wir sitzen hier bei Lampenschein und Kaffeelikör. Eierlikör wäre auch mal wieder was, hat schon lange nicht mehr. Ich mach nur mal Kaffeelikör. Ist auch okay. Trinken wir. Ey, die Gläser sind ja schon voll. Ja, ja. Ist schon der Wahnsinn. Trinken wir mal schnell, bevor es einfriert. Mich ein bisschen wärmer angezogen, ist kalt. Zum Wohl. Zum Wohl. Nicole, Nadine. Hi. Prost. Prost, da war's wieder. Lecker. Tu die Flasche weg, das ist ja eklig. Okay. Nein! Na, Co-Pilot, was meinst du? Gehen wir pennen, Friedrich. Seid ihr auch müde? Ja, also wir gehen jetzt mal schlafen. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber es ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, 1:30 rum. War ein schöner Abend mit Nicole und jetzt haben wir eine schöne Nacht in Zottel. Ciao zusammen. Gute Nacht. Hat jemand zufällig meinen rechten Socken gesehen? Das Co-Pilotenbeleuchtung hängt noch. Und wenn wir mal einen Blick rauswerfen. Junge, 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 Nachbarin schon wach. Ist ja schlimm. Wir sind wieder Letzte. Super Wetter. Ruhig war's. Völlig überraschend, auch gar nicht so kalt, oder? Nö. Hell. Hell. Genau. Guten Morgen, Nicole. Morgen, Kai. Oh, schön hier. Oh, die Schranke ist zu. Ja. Huch, wann haben sie denn die zugemacht? Schräg. So, erstmal zur Stärkung aus der Glühweintasse. Ein Glühweinkaffee, also ein normaler Kaffee natürlich. Oh, ja, herrlich. Dankeschön. Bitteschön. Und das Vanlet hält es auch super. Ihr seht also, alles wie immer, ne? Nur der Regen fehlt. Was ein Scheiß. Na dann, Prost. Prost. Prost, Haus, habt ihr einen Kaffee? Sehr fein. Nach dem Winter, den wir in Berlin hatten, ist heute echt wieder komplett Frühling ausgebrochen. Warm und sonnig. Dann laufen wir noch 2-3 Meter hier in die Ruinenwelt rein. Ich hätte ja jetzt nichts dagegen, ein wenig mehr Zeit zu haben. Denn das sieht schon spannend aus. Man könnte ja auch super mit dem Bike oder E-Scooter übers Gelände heizen. Und hier den Blick auf riesige Krananlagen und Brücken und schlag mich tot genießen. Und das Lustige ist ja, das hier ist eigentlich nicht der eigentliche Landschaftspark, sondern nur der Parkplatz. Die eigentlichen Ruinen und Überlassenheiten stehen irgendwo da hinten, wo die Schornsteine sind. Da wird es dann richtig spannend. Aber heute nicht für uns. Wir wollen ja weiter. Wir müssen hier also wohl nochmal hinkommen irgendwann und dieses Stück Geschichte in Ruhe anschauen, bei Tag oder bei Nacht. Und dann bin ich auch schon wieder zurück. Jetzt sagen wir Tschüss und hauen ab. Ja, da stehen wir. Wohnwagen. Ich glaube, der wohnt da. Nicole. Hi. Ciao. Mach's gut. War schön, haben wir uns getroffen. Danke. Wir sehen uns irgendwann wieder. Spätestens Caravansalon. Genau, Caravansalon Ende August. Ja. Euch eine gute Reise. Dankeschön. Dir auch gute Zeit und dann danke, danke. Bis demnächst am Telefon, oder in echt. Genau. Jo, und wir, ne, Abfahrt. Mal gucken, ob das Team schon bereit ist. Team ist parat, ab nach Irland. Kurz noch den Müllentsorger nicht vergessen und dann müssen wir noch einkaufen beim Lidl. Und jo, dann sind wir weg. Eigentlich wollte ich ja noch bei Iohawk in Krefeld vorbei, aber da es jetzt schon 12:30 ist und hier irgendwann ganz böse die Rush Hour ins Wochenende einsetzt, es ist Freitag, verschiebe ich den Besuch. Ich habe auch nur die Batterie dabei, nicht den ganzen Scooter. Fahre ich die halt ein bisschen spazieren. Außerdem hat Iohawk ohnehin nicht auf meine Service-E-Mail-Anfrage reagiert bisher. Ich versuche das erstmal nochmal so irgendwie zu klären. Und dann gucken wir, vielleicht auf dem Rückweg zu stoppen oder irgendwann anders.
Das eilt ja nicht. Wir müssen mal noch kurz stoppen. Schauen wir mal, ob wir hier im WC die Biotoy loskriegen. Also den Urin. Die Biotoy will ich nie mehr loskriegen. Die klauen, die bauen das Klo neu und ist gesperrt. Super. Lauter Dixie-Klos hier stehen. Super, Klo wieder leer. Also Urin, weiter. Ich entleere normalerweise nicht in Dixie-Klos, aber da wir heute ein bisschen short an der Zeit sind und noch viel vorhaben, wollt ihr jetzt nicht noch ewig weitersuchen. Ausnahme. Wie ihr seht, schnell durch den Lidl geeilt, den Einkaufskorb etwas gefüllt, bezahlt und wieder rausgeschoben. Und jetzt könnt ihr das ganze Zeug wegräumen, während ich mich um die O2 Max Karte kümmere. Denn die brauche ich wieder und werde sie laden und aktivieren. 999 GB pro Monat Datenvolumen für 70 Euro. Nicht billig, aber saupraktisch. Jetzt hatte ich gerade noch kurz einen hellen Moment. Bevor ich meine O2 Max Karte geladen habe, habe ich gedacht, google mal kurz, was kostet Internet denn in Irland mit einer lokalen SIM-Karte, einer irischen. Das ist günstig. Beim Anbieter Free gibt es für 20 Euro 5G Free Unlimited. Ich glaube, wir kaufen das in Irland. Da müssen wir halt nur, wenn wir da sind, dran denken, mal an einem Free-Shop zu halten und die SIM zu kaufen. Das ist euer Job, erinnert mich. Ich habe nur noch 10 GB Volumen auf meiner Swisscom-Karte. Und super habt ihr das gemacht. Alles weggeräumt. Ihr seid der Spitze. Können wir weiter, hä? Los geht's. Gut, dann haben wir also das mit dem Thema SIM-Karte erstmal verschoben. Was wir nicht verschieben können, ist nochmal volltanken. Wir haben es geschafft, im Anflug an den Hafen. Unterwegs haben wir unser Ticket gebucht, das hat der Co-Pilot gemacht. Und der Co-Pilot hat sich gedacht, er nimmt mal das günstigste, 124 Euro. Das Blöde an der Sache, und das freut jetzt Friedrich tierisch, die Abfahrt ist um 3.15 Uhr heute Nacht. Ich glaube, Friedrich hat es extra gemacht. Ich kann mir nicht anders vorstellen. Alter Schwede, man sieht hier mal, es ist schon gar nichts los. Das ist eine komplett tote Hose. Es ist nur die Frage, ob wir uns schon einchecken können. Mit Irish Ferries geht's rüber. Hello. Hello. How many people, please? One person. Any pets? No, well, only these guys. And what's your booking number, please? Wow, super freundlich. Am Schalter hat alles geklappt, meine Buchung hatten sie. Ich brauchte nur meine Ticketnummer und meinen Reisepass. Und alles war gut. Der Knaller. So, Passkontrolle hat da funktioniert. Und jetzt müssen wir Line 137. Guckt mal mit. Ja, es ist tot hier. Ja, noch kein einziges anderes Auto gesehen. Ist einfach nichts los. Wir fahren hier irgendwo lang. Jetzt sind wir noch richtig? Kommt noch eine Halle? Dann haben wir wieder geröntgt. Wer ist gesaugt? Okay, machen wir weiter. Na, ist mal schräg hier. Kommt noch mal eine Barriere. Ist immer wieder spannend, in Häfen rumzugurken, ehrlich. Das war in Marokko schon genauso. Dann fahren wir nach links. Ist nämlich für uns Linksfahrer freundlicher als auf der anderen Seite, das sind ja keine Briten. Ah, Border UK Control. Okay, dann brauchen wir nochmal den Ausweis. Alter Schwede. Super nett an der UK Border. 137 müssen wir.
Alter Verwalter. Ja, ist wieder richtig schön, mal Englisch zu reden. Endlich fahren wir mal in ein Land, in dem wir halbwegs kommunizieren können. 10 bis 99, wa? Aha, hier stehen auch mal ein paar LKWs rum. Wir sind also nicht ganz alleine als Auto. 10 bis 999. Ich hätte natürlich auch den Eurotunnel nehmen können. Wäre auch gegangen, wäre aber teurer gewesen. Auch hätte ich zu einer anderen Zeit fahren können. Wäre aber auch teurer gewesen. Die Fähren zu menschlichen Zeiten heute über 200 Euro. Ich hatte nicht vorgebucht oder so, weil ich nicht so genau wusste, wann ich hier bin. Ob ich heute hier bin oder erst morgen und bla bla bla. Deswegen fahren wir jetzt zum Low-Budget-Tarif mitten in der Nacht. Aber ist ja wurscht. Also wir müssen die Fähre ja nicht fahren. Wir setzen uns dann irgendwo hin, schlafen bei uns hin und dann sind wir eineinhalb Stunden später da. Und wo wir dann in Großbritannien pennen, das sehen wir dann. Jetzt müssen wir erstmal unsere Linie finden, dass wir auch wissen, wo wir dann heute Abend aufs Schiff gehen. Und 1001, 1099. Bloß nicht verfahren jetzt noch. Das kann nämlich im Hafen auch mal passieren. Ja, und der eine oder andere erinnert sich vielleicht, wir waren ja schon mal, als wir damals nach Schottland sind, sind wir auch Calais Dover gefahren. Das ist eigentlich eine schöne Strecke, ich fahre die gerne. Lieber als alles andere. Bin aber auch noch nie irgendwas anderes gefahren. Von daher waren wir hier schon, aber erinnern uns nicht mehr. Was? Kommst du vor wie der letzte Mensch hier? Da bewegt sich nirgendwo irgendwas. Freitagabend, Hafen. Echt gechillt. Ob das Boot kommt da? Aber geil, dass wir schon aufs Gelände können, obwohl wir erst in weiß nicht wie viele Stunden überhaupt ablegen mit unserem Bötli. 137. 127. Dann müssen wir noch durch die Brücke. Steht auch schon einer. Ist ja geil. Ist immer gut, wenn man nicht als Erster fahren muss. Also, angekommen. Geil. Alter, und wisst ihr, was geil ist? Jetzt kommt's. Ich habe ja eigentlich für Abfahrt 3.15 Uhr gebucht. Die liebe Dame hat mich jetzt aber für 22.30 Uhr eingecheckt und das wäre eigentlich eine Fähre gewesen für über 200 Euro. Ist ja geil. Danke Irish Ferries. Geile Sache. Herr Friedrich, da guckst. Haben wir ganz schön über den Tisch gezogen. Das Ganze bei untergehender Sonne, die sich da hinten gerade Richtung Amerika verabschiedet. Unseren Zottel noch leicht orange bescheint. Ah, oh, ist das herrlich. Es ist einfach immer wieder grandios am Hafen zu stehen und aufs Boot zu warten, weil dann weiß man, es geht los. Dann werden wir jetzt mal noch ein bisschen warten, vielleicht mal einen Happen essen. Das wäre nichts Dummes. Und da kommt gerade ein Schiff. Ich hoffe, das ist nicht aus Versehen unseres. Das wird noch eher abfahren. Kommen wir zu nichts mehr heute. Kaum kommt ein Boot an, ist mal kurz Betrieb und was los. Hauptsächlich LKWs kommen von der Insel auf den Kontinent und rollen hier an uns vorbei. Alternativ hätte ich natürlich auch die Langfähre nehmen können, die von Cherbourg nach, ich glaube Dublin mittlerweile fährt. 18 Stunden plus minus auf dem Dampfer. Habe mich dagegen entschieden, weil ich die wahrscheinlich vorab hätte buchen müssen. Das war mir zu kompliziert, weil ich eben nicht genau wusste, wann, wie, wo, was. Deswegen spontan Inselhopping durch England nach Irland. Ja, ist wieder Ruhe. Schiff ist abgeladen. Dafür hier drin Action. Es gibt Brot heute Abend. Simpel, aber lecker. Mittlerweile 22 Uhr. Dunkel, die Schlangen länger. Und müsste eigentlich jetzt bald losgehen mit Boarding. Wobei die Anzeige da gerade sagt, der Dampfer ist irgendwie verspätet. Das ist nicht so sexy. Aber egal, da wir es nicht ändern können, müssen wir damit leben. Er kommt, wenn er kommt und wir gehen, wenn wir fahren. Wie man sich täuschen kann. Erstens regnet es und zweitens kommt da glaube ich gerade unser Boot. Wir fahren also doch nicht mit dem, was da schon faul vor sich hin dümpelt, sondern nur mit dem, was hier gerade einläuft. Und das Ding ist verspätet. So Leute, geht los. Wir fahren. Es ist, ich weiß gar nicht wie viel Uhr. 23.30 Uhr oder sowas. Schifft immer noch wie blöd. Aber wir bewegen uns. Es kommen ganze Wasserfälle vom Dach.